Hey Leute, Jeff am Start und heute zu einem neuen Video. Und zwar, heute geht's nach Frankfurt zum Flughafen und zwar habe ich beim Gewinnspiel gewonnen. Und zwar, wir bekommen gezeigt von Lufthansa die Werfthallen, wo die Flugzeuge gewartet und repariert werden. Wir machen eine Busstour um den Flughafen Frankfurt und ich versuche euch heute so ein bisschen da mitzunehmen und seid einfach gespannt. Ich freue mich so sehr drauf. Ich bin gerade auf dem Rastplatz kurz noch einmal alt gemacht, um mir ein bisschen die Beine kurz zu vertreten. Es sind noch 150 Kilometer, dann sind wir in Frankfurt. Ich würde sagen, es geht weiter. Let's go. Wir sind angekommen. Hier steht eine Boeing 787-9. Ein sehr, sehr schönes Flugzeug. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir es mal gemütlich gemacht im Airbus A321. Mega schön. Dann ging es ins Cockpit vom Airbus A321. Nebendran stand noch ein A320. Sehr schön. Dann durch die Halle und hier hat Discover Airlines die neue Lackierung. Und ja, ein A340-600 war auch sehr, sehr schön. Haben uns in der First Class gemütlich gemacht. Wahnsinn, wie das da aussieht. Sitze sehr bequem. Dann im Cockpit vom Airbus A340-600. Das Flugzeug ist einfach auch mega, weil das Teil ist mega lang und mega schön. So, dann ja, habe ich mal ein bisschen probiert, wie das also funktioniert mit den ganzen Einstellungen, die Sitzmöglichkeiten, die Trennwand. Es ist gar nicht mehr so einfach. Muss erstmal gucken, wie das alles so funktioniert, für was welcher Knopf ist, weil da sind schon ein paar Knöpfe. Es ist schon, ja, man muss sich ein bisschen da zurechtfinden, aber ansonsten, Leute, mega geil. Ja, dann durch die Kabine vom A340 gegangen. Das ist erstmal sehr, sehr ungewohnt, wenn man mal ein komplett leeres Flugzeug sieht. Das ist der Wahnsinn, also wenn man sich das noch hier anguckt, sehr schön und sau viel Platz, wie man auch sieht, sehr lang und ja. Wahnsinn, in einem Airbus A340-600, sieht Wahnsinn aus, es ist sehr ruhig, wenn man alleine ist. Es hat schon was, sieht schon sehr, sehr schön aus, man ist erstmal sprachlos. Jetzt kommen wir so langsam in die First Class. Wahnsinn! Hier ein Vergleich, ein Airbus A319 und nebendran eine Boeing 747-400. Wahnsinnsteil, Leute. Mein Lieblingsflugzeug, wenn man da mal davor steht. Dann ging es aber in eine 747-8 ins Cockpit. Das war mein Traum, mal da einmal zu sitzen. Das war einfach der Hammer. Dann durch die obere Kabine von der 747-8, wo die Business Class ist. Und hinten dran ist dann noch die Küche tatsächlich. Sehr schön und ja, kann man machen. Dann gab es Mittagessen, hat sehr, sehr gut geschmeckt, hat uns sehr gefreut. Die Sie hoch und runter machen, Sie können nicht mehr Ihren Nachbarn ärgern. Das ist elektronisch. Das heißt, Knopf. Oh. Der A380. Und wir fangen mal ganz einfach an. Vom Durchmesser her oben in der Kabine. Ja, es ist fantastisch, mit ihm zu fliegen. Ich selbst bin. Ja, ich würde sagen, wir drehen und dann Richtung 170, bitte. So Leute, das war's. Es war ein sehr interessanter Rundgang durch die Hallen, die Busrundfahrt über den Flughafen war auch sehr, sehr interessant. Jetzt tue ich noch hier ein bisschen in Frankfurt spotten, bin wieder hier beim Zeppelinheim. Gerade einen Parkplatz gesucht, Gott sei Dank noch gerade so einen bekommen. Es ist sehr, sehr voll heute.
Und jetzt werden noch ein paar Flugzeugbilder gemacht und dann geht's nachher wieder heim. So, wieder daheim angekommen. Es war wirklich heute ein mega, mega schöner Tag. Wahnsinn, Leute, was wir da heute alles gesehen haben und gemacht haben. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Es war einfach ein Traum, auch mal im Cockpit einer Boeing 747 zu sitzen. Das war einfach der Hammer, Leute. Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, diesen Vlog. Dann lasst doch gerne ein Like da, abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Pschuh.